gut. Sag, möchtest du was sagen? Wo sind wir gerade? Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder on Tour. München. Und dann mal weitersehen. Ich habe First Class hinten in der letzten Reihe gelegen und geschlafen. Kann ich nur empfehlen im Bus. Wirklich geil. Nee, geht wirklich gut. Wir sind 5 Uhr losgefahren. Wir haben so in den nächsten 2 Tagen 1500 Kilometer vor uns. Macht bei aktuellen Spritpreisen natürlich so richtig Bock. I declare bankruptcy! Der eine oder andere wird sich am Ende auch den Durchschnittsverbrauch hochrechnen. Der ist bei uns leider immer relativ hoch. Aber man muss immer wieder sagen, wir sind zu viert unterwegs. Trotzdem ist es im Bus immer noch für den Komfort günstiges Reisen, würde ich sagen. Aber das sehen wir am Ende. Jetzt ist auf jeden Fall das erste Mal Vollmachen angesagt. Erster Step wird TTE sein in Dachau. Da gibt es erstmal bayerisches Frühstück. Ich hoffe, ihr habt alle Bock auf Weißwurst. Yay! Ich nehme den halben. Ich nehme den halben. Wobei, einen halben trinken die einen halben. Doch, zum Frühstück trinken die einen halben, ne? So, weißt du, wo es. Trinkt man einen halben. Auch auf dem Oktoberfest, da trinken wir einen ganzen. Deswegen, da gibt es halt einen ganzen, ne? Jeder immer. Und dann schauen wir mal, was die Reise so mit sich bringt. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar coole Ziele für euch. Ja. Aber jetzt erstmal weiter schlafen hier. Man muss wirklich extrem drauf achten, dafür sind diese ganzen Tankstellen-Apps wirklich cool, was man so zahlt. Ich habe hier eben gerade in der letzten Reihe schön geschlafen, Joni bremst ran zum Tanken, ich wach auf, sehe so aus dem Augenwinkel Tankstelle, Autobahn, denke mir schon so, alles klar, gleich kann Joni weiterfahren. War tatsächlich so 2,40 Euro. Jetzt fährt man nur ein paar Kilometer weiter, war wirklich 6 Kilometer, 11 Kilometer und wir sind bei 1,93 Euro. Was halt schon immer noch viel zu viel ist, aber sind immerhin in dem Moment auf den Tank gesehen einen Unterschied von 40 Euro. So, und wenn wir das hochrechnen auf die Kilometer, die wir noch vor uns haben, kann man da schon Geld sparen. Also niemals auf Autobahn tanken, immer kurz rausfahren. Was ist los, Joni? Frühstück, oder? Ja, sicher. Eine schöne Bocki geht immer, ne? Ich kenne keinen, der sich um 9 Uhr morgens eine Bockwurst reinpfeift an der Tanke, Alter. Doch, jetzt kennst du halt. Einen richtig schönen Fettschlauch zum Frühstück. Was ist los? Toilette gefunden oder was? Ja. Sehr gut. Ist schön sauber auf jeden Fall. Kann weitergehen jetzt, ne? Aber lief nicht. Halber Liter weniger Verbrauch jetzt unterwegs. Ja. Gerade durch. Ja, wie geht's dir? Alles gut? Danke. Ja, logisch. Was hier ist, ich weiß nicht, hab ich dir denn? Juri, hab ich dir denn? Ja, alles gut. Passt. So, bayerisches Frühstück. Du musst mir jetzt einmal erklären, wie man so eine Weißwurst isst. Ich habe wirklich in meinem Leben noch nie eine Weißwurst gegessen. Keine Frage. Gibt es bei uns im hohen Norden so wenig. Einfach gibt es eine besondere Methode, wie man die isst, weil ich sehe so der eine mit. Die uns Touristen, die sitzen sowieso schon bei uns. Auch Hochdeutsch bitte, ne? Ja, das ist falsch. So, also die Pelle muss aber runter, die isst man nicht mit. Was bin ich? Ja, okay. Das ist auf jeden Fall runter. Ja, auf jeden Fall. Weil ich kenne das so, dass man die so irgendwie so da rauslutscht oder sowas. Oder ist das nochmal was anderes wieder? Ja, das ist gut. Zuzeln geht auch. Zuzeln. Nein, hab ich noch nie gedacht. Nein. Das kriegen wir nicht hin. Und du schon zuzeln? Nein. Und dann beißt einfach rein und ziehst du. Ah, okay. Ja, ich verstehe schon, so irgendwie so ausdrücken oder so, ne? Okay, nee, das kriege ich als blutiger Anfänger auf jeden Fall nicht hin. Was machen die Jungs da? Weißwurstmassaker. Ich werde auf jeden Fall gleich erstmal probieren, ob man die nicht mitessen kann. Krass, die aber gar nichts. Das müsste man nicht. Aber da ist ja nur mit Hälfte, oder? Eigentlich ist es klassischerweise so, dass so das Ende, was schon wieder offen ist und so, dass man das nicht. Also ich würde aber auch, man schmeckt das nicht. Also ich persönlich habe es jetzt eben gerade zum Beispiel nicht geschmeckt. Die Pelle drum. Ja, das ist echt doch. Wir essen so einfach an. Sehr scharf, Darm, oder? Was das ist. Ich hab noch keine Pflicht über das. Gut, halb den Tag sauber. Danke. Guten Appetit.
Maxi, erzähl mal, er acht gekauft hat. Gelb, das hätte ich privat. Farbe Maxi. Ja, ich würde den also auch von innen alles. Ich würde es exakt ganz genau so nehmen, wie er den da so hatte. Ja, steht. Ja. Also in Gelb mit den Carbon-Teilen dran und so, schwarze Felgen drauf. Mehr geht für mich nicht. Aber so als Daily? Weiß ich nicht, müsste man testen. Ja, das war es auf jeden Fall, TTE. Immer wieder geil. Es wird immer wieder länger als gedacht. Jetzt geht es weiter zu einem ganz, ganz, ganz besonderen Kollegen. Auf jeden Fall eine Ehre, dass wir hin dürfen. Ihr werdet es auf jeden Fall in den Videos sehen, wo wir hinfahren. Das wird auf jeden Fall krass. Also ich glaube, das haben wir alle noch nicht gesehen. Nee. Wirklich gespannt. Also das wird wirklich... Stehen noch ein paar interessantere gut. Autos. Stehen ein paar, das hat Hypercars gleich auf jeden Fall zur Verfügung. Deswegen weiter geht's auf unserem Trip. Okay Leute, was soll ich sagen? Das ist definitiv zu wild. Das erwartet man wirklich gar nicht. Wir machen heute etwas, das ist zwar unspektakulär für mich, aber vom Befriedigungslevel auf jeden Fall extrem geil. Du kennst es ja noch. Nach vorne? Ja. Ja, weg. Wir waren gerade beim Gear-Collector. Einfach nicht von dieser Welt. Wenn man denkt, so, man geht so durch die Stadt auf dem Samstag, kommt irgendwie Lambo um die Ecke gefahren, denkst schon so, boah, geil, Erlebnis. Und da steht einfach alles. Egal, ob es P1, Senna, Super Trofeo, Rennauto, Black Series, alles, was das Herz begehrt, F40. Und ich spoiler jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Mein Herz ist aufgegangen. Ich habe natürlich einen Wagen mitgehabt und wir haben eine kleine Challenge gemacht und haben tatsächlich diese Hypercars gewogen, um zu gucken, welches Auto, was wiegt und wer von uns beiden dran ist. Zu gewinnen gab es übrigens eine Fahrt in der 40. Ja, bin immer ein bisschen sprachlos. Jetzt gehen wir noch was essen. Aber sorry fürs Anspoilern, ihr könnt auf jeden Fall auf ein geiles Video freuen. Und das war wirklich geil. Wirklich, hat mir mehr Spaß gemacht, als wenn ich die ganzen Autos gefahren wäre. Klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, weil natürlich will man gerne solche Autos fahren. Aber ich wiege einfach alles und diese Erfahrung, die ich jetzt wieder dadurch habe, weil es waren wirklich ein paar positive als auch ein paar negative Beispiele bei. Unbezahlbar. Oder was sagt ihr da vorne in der ersten Reihe? Ja, war krass auf jeden Fall. Die Endstufe. Ja. Also ich war auch bei manchen Gewichten echt überrascht. Also Jonathan und ich haben gegenseitig auch mal so ein bisschen... Vielleicht habt ihr auch eine Dreier, ich sag nicht, habt auch eine Challenge gemacht. Wir haben auch eine Challenge gemacht, ja. Und also teilweise auch echt überraschende Ergebnisse dabei gewesen, wo wir auch nicht mit gerechnet hätten. Aber am meisten haben wir uns gefreut als... Nicht zu viel sagen. Okay. Ich weiß genau, was du sagen wolltest. Das hätte ein bisschen viel verraten. Naja. Nee, war krass. Einfach krass. So auch die ganze Atmosphäre, so... Tiefgarage, kommst du rein, bam, Licht geht an, die ganzen Autos. Dann wirklich normalerweise Sammler sammeln halt eigentlich immer irgendeine Art. Man hat entweder ein Faible für Ferrari, für Porsche, für Mercedes Oldtimer, für Vorkriegsmodelle, was weiß ich. Und da ist es halt einfach so, wir kaufen einfach alle geilen Autos und fertig. Gut zusammengefasst. Gut zusammengefasst. Ja. Und auch fast alle neu. Das wusste ich vorher auch nicht, dass die wirklich fast alle Autos neu gekauft haben. Oder alle Autos neu gekauft haben. Auf jeden Fall verdammt viele neu gekauft. Ja, okay. Erstmal essen und gucken, was der Tag dann noch so mit sich bringt. Was willst du jetzt sagen von mir? Hast du gut geschlafen? Sehr gut, hervorragend. Joni hat geschlafen wie ein Baby neben mir. Nicht. Kevin hat auch geschnarcht. Nee, das hat er so mit mir. Aber wie schläft sich im Kloster? Wollte schon mal einmal einen Ausflug ins Kloster machen. Das haben wir jetzt auf unserem Roadtrip auch noch abgehakt. Mhm.
Nee, war gut. Also wir hatten ein Wasserbett, das war irgendwie... Ey, ernsthaft? Ja, wenigstens beides? Ja, es war beheizt, aber boah, kann ich gar nicht. Ich schlafe lieber kalt. War aber zwei einzelne Blasen oder eine große? Eine große. Das heißt, ihr habt euch schön in der Mitte immer zusammengedreht. Nee, das tatsächlich gar nicht. Das ging. Ja, aber es war eine Bewegung, war das ganze Bett einfach darauf gewackelt. Nö, war ich entspannt. Ja, gut. Gestern kamen ja noch zwei aus Österreich. 200 Kilometer. Haben wir ein paar V6-Teile abgeholt, Golf-3-Fahrer. Ja, gut. Mal ein paar Tipps vom Oma-Golf abgeholt. Machen das Auto für den Wörthersee fertig. Bei denen ist das wohl richtig krass. Es gibt in Österreich keine Möglichkeit, eigentlich legal einen Motor einzutreiben. Echt jetzt? Ja. Also er sagte, wenn da mehrere tausend Euro, selbst wenn du Golf 3 75 PS kaufst und den auf V6 brauchst. Selbst das ist schon in Österreich richtig schwierig. Ja. So, jetzt geht's weiter zu Tick Performance. Der Tomislav, den habe ich eigentlich bei dem Krypt-Dreh kennengelernt, mit diesem AMG GTR Pro Bastard. Und wir gucken uns mal an, wie die Kisten für den Ausschlag so umbauen. Würde ich sagen. Geile Sache. Würde ich sagen, ne? Abfahrt, jawohl. Ja, top erholt, ausgeschlagen. Let's go. Und wenn ihr lieb seid, dann lade ich noch ein paar bosnische Mädels ein, die unterhalten euch dann. Nein, Limited, Hand onaniert, Scheiße, was weiß ich was. Mir raucht dezent der Kopf. Aus mal kurz ein paar Minuten Tick-Performance sind, ich glaube, über 2 Stunden geworden. Aber Thomas, der hat einfach so viel zu erzählen. Unglaublich, oder, der Typ? Ja, mega. Also ich könnte auch noch 2 weitere Stunden zuhören. Es war einfach, also was er zu erzählen hat, nicht nur zum Thema Autos, sondern generell. Ne? Generell. So als Lebemann, was er so erlebt hat. Ja. Und ja, er hat uns zu seiner Fertigung nach Bosnien eingeladen. Mit diversen Zusätzen. Und mal gucken, ob wir diese Betriebsreise durchkriegen. Ich glaube, das wird auch nicht im Home-Video zu sehen zu sein. Nein, krasser Typ. Haben eine Fertigung in Bosnien, sowohl Carbon als auch Drehteile und so weiter. Gibt eine Rennstrecke da, kann man ein bisschen fahren, direkt am Meer. Also ich denke, das sollten wir auf jeden Fall machen. Ne? So, jetzt geht's als nächstes nach Grünwald. Jetzt halten wir einmal kurz beim Sender an, bei RTL 2 und laden uns da einfach mal zum Mittag ein, würde ich vorschlagen. Geht okay, gut. Ja, machen wir, ne? Was geht ab? Tja, was soll ich sagen? Ich wollte schon sagen, mein Leben wäre anstrengend. Aber es gibt ja andere Personen im Bus, wo das Leben noch ein bisschen anstrengender aussieht. Ja, ich weiß. Meinst du? Ja, Jonathan beim Fahren, ne? Das ist schon ein hartes Leben hier. Weil wir haben 17.54 Uhr, noch genau 6 Minuten. Und Kevin hat tatsächlich das Video von gestern schon vorbereitet für heute. Das geht gleich online. Das ist aber wieder so ein Grund, warum wir einfach so gerne mit diesem Bus fahren. Weil man könnte mir wirklich, egal welches Auto, schenken, mit 4 Leuten und diesem ganzen Equipment, man sitzt einfach nicht so bequem drin. Das muss man einfach mal sagen. Ja. So auch, wenn man jetzt denkt, Alter, was ist das für ein Bauarbeiter T5 hier? Wir sitzen hier alle, alle vier. Dann müssten wir vorne zu dritt sitzen. Stimmt, zu dritt, aber dann ist die Bank unbequem. Also es muss schon ein Zweisitzer vorne sein. Für solche Strecken, für solche Ritte ist das wirklich einfach brontal. Ja. Wir waren bei RTL 2, haben dort was gegessen, ein bisschen über ein paar Ideen geschnackt. Mal gucken, was man alles so machen kann. Jetzt geht es tatsächlich nur mal wieder zurück zu TTE auf dem Rückweg. Wir haben unsere Reiseplanung leicht geändert, weil wir da noch ein bisschen Content gesehen haben und noch ein paar coole Projekte. Und ich Bock auf ein Espresso habe. Ja, okay. So. Das war's. Ja, nee. Ja. Film mal Kevin. Einmal für, danke. Schönen Tag. Ist ja so deine erste Reise so mit uns, ne?
Kann man so sagen, ja. Aber passt soweit oder war es auch der letzte? Das ist auch die letzte. Erste und letzte Mal quasi, ja. Nein, alles gut. Haben schon wirklich die beiden Tage wieder gut Pensum durchgezogen, ne? Ja, definitiv. Muss man so einfach sagen, ne? Definitiv. Muss man so sagen. Ich bin auch froh, dass Joni auch fährt, weil ich glaube, wir sind bei... Maxi auch. Ja, ich bin auch froh, dass Jonathan fährt. Wir sind wirklich bei 2 Tage 10 Videos in Summe. Wird dann schon saftig. Alter, wie geil ist der Kopernikusstraße? Hast du gesehen, Juni? Hier sind wir jetzt schon dreimal vorbei. Echt? Ja, das finde ich witzig, Alter. Wir fahren zum TTE und die Straße heißt genauso wie bei uns in Langenhagen. Sorry. Nein, das Pensum ist schon saftig, aber es macht Spaß. Es schlaucht, definitiv. War auch das erste Mal, dass dein Rücken langsam schlapp macht, ne? Ja, nach 2 Stunden durchgehend. Kamera hochhalten war schon. So, irgendwann, schon gut. Ich sehe dann immer so die Hand so. Ja, aber versucht immer und am einen wegzunehmen von der Kamera. Ich habe dir jetzt halt gesagt, wir besorgen hier so eine Angel. Ja, gerne. So eine Angel. Ich weiß auch nicht, wie das mit so einer kleinen Cam dann so mit so einer Angel aussieht. Ja, das ist super. Aber ich glaube schon, dass das in Summe. Form follows function. So, ja. Dass das in Summe schon mal so was Praktisches ist. Vor allem immer wieder, ja, wir machen es kurz heute. Ja. Klappt halt nicht. Die nächsten beiden Videos müssen aber des Contents wegen wirklich ein bisschen kürzer sein. Echt? Ja. Aber da muss man einfach sagen, wie das ist dann schon praktisch ist, dass ihr beide halt im Laptop arbeitet, weil sonst würde das halt definitiv nicht funktionieren. Nein, das ist gar nicht. Sonst müssten wir auch hier... Ich wollte gerade sagen, Tower passt ja auch noch rein im Genau. Bus. Aber ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, unter den Videocuttern von euch so. Oder generell, Leute, die am Laptop arbeiten, wer es wirklich hinkriegt, während der Fahrt bei Jonis Fahrweise noch zu schneiden. Muss man auch immer mal so sagen, ne? Ja, keiner weiß, wie Joni fährt, aber... Chauffeur-Service, also... Naja... Fehlen mir die Worte. Ja, los, bitte los. Würde Matthias jetzt sagen. Also, nur, dass wir keine Burnouts machen und rumdriften, ja. Sondern noch ein paar Videos drehen. Yes, alles klar. Abfahrt? Jo. Beziehungsweise Videos, ja, wie auch immer. Tschüss. Der Mac ist. Ja. Gehört einfach zu jeder guten Reise dazu, ne? Ja, irgendwie klar. Bin sogar fast ein bisschen stolz auf uns, dass wir nur einmal. Also, ne? Ja, tatsächlich. Also sonst. Gibt bestimmt wieder ein bisschen Hate von wegen erstmal was Vernünftiges, aber Mac ist. Ja, ansonsten gibt es halt ein Piep. Der Double Big Mac ist Pflicht, Alter. So, den ziehen wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal rein. Und dann geht's nach Hause. Hoffentlich. So, hat es einen geschmeckt hier? Ja? Wunderbar. Philipp, wie sieht es aus? Abfahrt? Ja. War gut, ja. Ne? Habe ich gut gekocht? Hast fantastisch gekocht. Vielen Dank. Die goldene Möwe. Ja. Fantastisch. 450 Kilometer noch. Ja. Was denkst du, wann sind wir zu Hause? Ich habe auf jeden Fall erstaunlich wenig getankt bisher, finde ich. Mhm. Aber müssen gleich, ne? Ja, heute auf jeden Fall nochmal. Sicher, sicher. Vorhin habt ihr euch noch über meine Skills beschwert, aber im Endeffekt fahre ich einfach nur sparsam und vorausschauen. ist nicht der Fall. Okay, Abfahrt, oder? Tanken, ja. Abfahrt. Mehr ging da. Mehr ging da. Gut nochmal. Wie, ist schon getankt? Ja. Kannst du oben noch rein? Hä? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Na dann packen wir die Kamera mal wieder weg. Also schon getankt, habt ihr es mitbekommen? Ja. Krass, hä? Ich hab alles verpasst. Naja. Gut. Abfahrt. So, 1.03 Uhr, ich glaube 1700 Kilometer später, wir sind zu Hause angekommen. Das war ein kleiner Vlog von unterwegs. Keine Ahnung, was raus geworden ist. Ich auch nicht. Waren auf jeden Fall 2 coole Tage, richtig was geschafft.
ich glaube an die 10 Videos sind so geknappt. Ich würde sagen, ab ins Bett. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.